Dann habe ich meinen Vorstand überredet, fahren wir doch Paris-Dakar als junger Ingenieur. Und der hat gesagt, du bist ja verrückt. Meinetwegen, mach es halt. Haben wir in Paris-Dakar den ersten, den zweiten, den vierten Platz belegt mit den drei Renn-Iltis. Und im nächsten Jahr hat mich dann Piëch abberufen und hat mich zum Leiter von Audi Sport gemacht. Als junger Versuchsingenieur wollten wir jetzt auch den Iltis nach Frankreich exportieren. Und dann war Mercedes schon soweit und mit ihrem Mercedes G. Und von den 15 Autos sind dann also noch zwei übrig geblieben. Das war der Mercedes G, der Iltis von Audi. Und dann hatte ich die Idee, Paris-Dakar zu fahren, um der französischen Armee zu beweisen, das ist das Stabilste, weil wir waren den Mercedes G überlegen in allen Sachen, nicht im Komfort. Okay.